Es gibt eine ganze Reihe von Anforderungen und Standards, die an unsere Nahrungsmittel und deren Produktionsprozess gestellt werden. Dazu gehören beispielsweise Anforderungen, die zum Ziel haben, während des Produktionsprozesses die Umweltwirkung der Landwirtschaft zu reduzieren, oder eben auch Anforderungen, die zum Ziel haben, die Nahrungsmittelsicherheit zu gewährleisten. Das bedeutet, dass sichergestellt ist, dass die Nahrungsmittel, die wir verzehren, auch jederzeit gesundheitlich unbedenklich sind. Dann gibt es aber auch noch weitere Standards, die darüber hinausgehen und die weder das eine noch das andere zum Ziel haben, sondern die beispielsweise darauf abzielen, eine besondere äußere Attraktivität des Produktes zu gewährleisten oder eben durch eine einheitliche Größe und Form der Produkte den Vermarktungsprozess und den weiteren Verarbeitungsprozess zu vereinfachen. Das sind die Standards, die wir im Rahmen eines Sachverständigengutachtens untersuchen lassen wollten, und zwar im Hinblick auf ihre Umweltwirkung und auch im Hinblick auf ihre Alternativen. Frau Gerwing von AFC und Frau Mietjorn von Entera, Sie haben diese Fragen für uns beantwortet. Herzlich willkommen. Fangen wir erstmal ganz vorne an. Über welche Formen von Standards sind Sie im Rahmen Ihrer Arbeit gestolpert? Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es ganz viele unterschiedliche Standards gibt, die die Qualität von Lebensmitteln festhalten. Diese werden auch von ganz unterschiedlichen Marktteilnehmern festgelegt. Es gibt zum einen die gesetzlichen Normen. Das sind Qualitätsstandards, die von der Europäischen Kommission zum Beispiel festgelegt werden, wie die EU-Vermarktungsnorm. Die EU-Vermarktungsnormen beziehen sich insgesamt auf 36 unterschiedliche Obst- und Gemüseprodukte, und diese sind in jedem Mitgliedstaat der EU auch unmittelbar gültig. Das heißt, jeder Händler, jeder Erzeuger muss sich an den EU-Vermarktungsnormen orientieren. Neben dieser gesetzlichen Verpflichtung gibt es aber auch ganz viele freiwillige Standards, die die Qualität von einem Produkt oder auch den Prozess, also der Entstehung des Lebensmittels, sich daran orientieren. Diese sind in vielen Fällen deckungsgleich mit den gesetzlichen Regeln. Gleichzeitig ist aber auch zu sagen, dass diese in manchen Punkten auch über die gesetzlichen Herausforderungen hinausgehen können. Gerade im Zusammenhang mit den globalisierten Märkten haben die freiwilligen Standards auch ganz enorm an Bedeutung gewonnen. Das heißt, diese Standards sind weltweit auch weitestgehend akzeptiert und erleichtern somit den Handel auch zwischen den einzelnen Ländern. Neben diesen gesetzlichen Normen und den freiwilligen Standards gibt es aber auch noch Qualitätsanforderungen, die von einzelnen Marktteilnehmern quasi bilateral getroffen werden. Der Handel kann also Qualitätsstandards zum Beispiel auch gegenüber seiner Erzeuger äußern. Und diese Qualitätsstandards gehen dann auch relativ häufig über die Qualitätsstandards, die tatsächlich gesetzlich geregelt sind, auch hinaus. Diese Standards, die Sie zuletzt genannt haben, also diese Standards, die der Lebensmitteleinzelhandel bilateral mit den Produzenten aushandelt. Was passiert mit den Produkten, die diese Standards nicht erfüllen, und wie lassen sich diese Umweltwirkungen dieser Standards beschreiben? Ja, gerade die Produkte, die diese Standards eben nicht erfüllen, gelangen dann eben ganz oft einfach tatsächlich auch nicht in den Laden und werden entweder tatsächlich einfach aussortiert und landen dann eben im Zweifelsfall auf dem Kompost oder mit Glück eben dann einer Zweitverwertung zugeführt. Also das kann dann zum Beispiel Tierfutter sein oder eben, dass aus Äpfeln, die nicht dem Standard entsprechen, Apfelsaft entsteht, also dass die vermostet werden beispielsweise. Die Ressourcen, die quasi dann schon da verwendet wurden, gerade bei den Lebensmitteln, die eben dann keiner Verwertung zugeführt werden, das ist natürlich tragisch und bitter, denn diese Ressourcen sind dementsprechend dann verloren. Die Standards, die quasi zu erfüllen sind, bedürfen ganz oft auf der Erzeugerebene auch einem mehr Aufwand an Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln, und die haben dann eben auch Auswirkungen auf die Umweltgüter wie Boden- und Wasserqualität, Artenvielfalt und eben auch das Klima. In der Studie, die Sie für uns erstellt haben, werden auch eine ganze Reihe konkreter Beispiele genannt. Also Sie nennen auch das weitestgehend bekannte Beispiel mit dem Apfelschorf, der, wie wir wissen, das Aussehen des Apfels beeinträchtigt, weil er halt außen auf der Schale durch eine dunkle Verfärbung zu sehen hat. Die Oberfläche ist ein bisschen rauer, aber der Apfel ist nach wie vor genießbar. Sie nennen aber auch Beispiele, die noch nicht so bekannt sind, zumindest mir bisher noch nicht bekannt waren. Und das waren beispielsweise der Blumenkohl und der Kohlrabi. Können Sie da noch mal ein bisschen darauf eingehen, was es mit den Beispielen auf sich hat? Ja, beim Blumenkohl ist es so, dass Deutschland ungefähr als einziges Land in der EU Blumenkohl nach Stück und nicht nach Gewicht vermarktet. Der Lebensmitteleinzelhandel
verlangt, dass in einer Kiste, eine Kiste 6 Blumenkohle umfassen soll. Das bedeutet also, dass der Blumenkohl ziemlich einheitlich ist und auch dementsprechend groß. Das hat zur Folge, dass Blumenkohl relativ hoch oder viel gedüngt werden muss, insbesondere in der zweiten Wachstumsphase, wo sich der Kopf bildet, um eben diese Größen überhaupt erreichen zu können. Der vermehrte Düngemitteleinsatz hat eben dann auch die besagten oder schon genannten Umweltfolgen. Zum Kohlrabi, wir haben hier auch ein Exemplar davon. Beim Kohlrabi ist es so, dass nicht nur die Größe von Belang ist, sondern tatsächlich auch die Blätter. Denn der Lebensmitteleinzelhandel verlangt, dass die Blätter, dass der Kohlrabi mit Blatt vermarktet werden soll und das Blatt muss makellos sein. Also hier darf kein Schädlingsfraß dran sein, noch Mehltau oder irgendwas in der Art, denn die Blätter gelten als frisches Symbol und müssen eben auch einwandfrei sein. Das bedeutet, dass ganz oft kurz vor der Ernte der Kohlrabi dann noch einmal zusätzlich gespritzt wird, damit diese Blätter tatsächlich auch makellos sind. Das Paradoxe daran ist, dass die Blätter dann ja zu Hause abgemacht werden und im Endeffekt im Kompost landen. Gibt es Lösungsmöglichkeiten, die man beispielsweise jetzt insbesondere bei Beispiel Kohlrabi oder auch beim Beispiel Blumenkohl anwenden könnte, damit man diese negativen Umweltwirkungen dieser Qualitätsstandards, wie man sie jetzt hat, nicht hätte? Also es gibt tatsächlich Alternativen. Also beim Blumenkohl ist einfach zu bedenken, ob man diese Größe nicht ein bisschen flexibler handhaben könnte. Also einfach, dass auch kleinere Größen im Sortiment zu finden sind. Das ist auf dem Hintergrund der zunehmenden Anzahl an Personenhaushalte vielleicht auch tatsächlich eine gute Entwicklung, da einfach viele Verbrauchende vielleicht gar nicht so einen großen Blumenkohl nachfragen. Im Bereich des Kohlrabis ist es so, dass wir dafür plädieren, die Blätter tatsächlich einfach wegzulassen. Das hat zum einen auch den Hintergrund, dass die Verdunstungsrate auch viel größer ist, wenn die Blätter dranbleiben. Das heißt, der Kohlrabi leidet mehr darunter, mit Blättern verkauft zu werden als ohne. Und man hätte eben zusätzlich die Einsparung der zusätzlichen Pflanzenschutzmittel, die gegeben werden. Sie beide und Ihre Kollegen haben sich jetzt ein gutes halbes Jahr mit dem Thema beschäftigt. Die Studie umfasst über 100 Seiten. Sie haben mit vielen Stakeholdern gesprochen. Was sind die wesentlichen Handlungsempfehlungen quasi, die Sie herausgearbeitet haben? Ja, es gibt ganz viele Handlungsempfehlungen, die insbesondere auch den Lebensmitteleinzelhandel beeinflussen und diesen auffordern, doch irgendwas zu unternehmen. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir herausgearbeitet haben, ist, dass vor allen Dingen Transparenz gegenüber den Verbrauchern geübt werden muss. Das heißt, Verbraucher müssen darüber informiert werden, dass auch Obst und Gemüse, was vielleicht jetzt nicht unbedingt dem optimalen ästhetischen Anspruch hinsichtlich Aussehen, Form, Farbe entspricht, dass auch dieses Gemüse gut schmeckt, keine Gesundheitsgefahr darstellt und gut zum Verzehr geeignet ist. Interessant ist hier in diesem Zusammenhang auch, dass der Lebensmitteleinzelhandel mittlerweile bei den Pflanzenschutzmittelrückständen eben auch mitspielt und sogar über die gesetzlichen Forderungen noch hinausgeht und quasi geringere Rückstände fordert. Das Problem ist hierbei, dass der Erzeuger oder die Erzeugerin dann in die Bedrohung gerät, die gleiche Qualität liefern zu müssen mit weniger Möglichkeiten des Pflanzenschutzmitteleinsatzes. Das heißt, es wäre nur wünschenswert, wenn der Lebensmitteleinzelhandel in der Richtung eben auch ein bisschen hinsichtlich der Optik und der Ästhetik flexibler wird, denn die Qualität wird ja in keiner Weise beeinflusst. Wir haben jetzt viel über die Standards gesprochen, die der Lebensmitteleinzelhandel an die Produkte stellt, die sich tendenziell negativ auf die Umwelt auswirken. Deutlich geworden ist auch, dass der Lebensmitteleinzelhandel eine hohe Verantwortung trägt. Er hat eine Türsteherfunktion. Wir können nur die Nahrungsmittel nachfragen letztlich und kaufen, die er auch anbietet. Daher auch meine Frage, gibt es auch Ambitionen im Lebensmitteleinzelhandel eben für den Verzehr und den Konsum dieser äußerlich minderwertigen, aber von den Inhaltsstoffen und von der Nahrungsmittelsicherheit unbedenklichen Nahrungsmittel zu werben? Ja, natürlich. Es gibt ganz viele Initiativen von vielen unterschiedlichen Lebensmitteleinzelhändlern, die sich mit Obst und Gemüse beschäftigen, die eben nicht dem äußerlichen, optimalen, ästhetischen Anspruch entsprechen. Beispielhaft sind hierbei zum Beispiel die krummen Dinger zu nennen oder auch die Naturhelden. Wir haben hier einmal eine krumme Möhre mitgebracht. Eine solche findet man selten im Lebensmitteleinzelhandel nur noch. Mithilfe dieser Aktion ist es aber durchaus möglich, dass diese mal im Regal liegen und der Verbraucher dann auch dazu greifen kann, wenn er das möchte. Ein weiteres Positivbeispiel, was wir mit aufgenommen haben, ist das Wasserschutzbrot.
Das Wasserschutzbrot ist ein Label, das jetzt seit 5 Jahren besteht und eben Backwaren herstellt aus Weizen, die reduziert gedüngt worden sind. Normalerweise ist es so, dass der Weizen kurz vor Ernte noch eine Spätdüngung erfährt, um eben die Backweizenqualität so zu erreichen. Allerdings ist es auch so, dass das nicht die einzige Möglichkeit ist. Die Backqualität kann eben auch durch eine bestimmte Knettechnik im Backverfahren erreicht werden, sodass mit dem Kauf eines Wasserschutzbrotes die Verbraucher und Verbraucherinnen eben auch so zum Grundwasserschutz beitragen können. Insgesamt lässt sich aber natürlich festhalten, dass diese Beispiele, die wir gerade vorgestellt haben, nur einen ganz kleinen Anteil von den Produkten darstellen, die tatsächlich im Lebensmitteleinzelhandel vertreten sind. Und wir uns hier auch in Zukunft noch mal mehr Initiativen wünschen würden. Damit es diese weiteren Initiativen geben kann und auch die vorhandenen Initiativen fortgeführt werden können, ist es auch klar, dass die Konsumentinnen und Konsumenten die Produkte eben auch akzeptieren und nachfragen müssen. Das heißt also, nicht nur der Lebensmitteleinzelhandel hat eine Verantwortung, sondern auch wir alle als Konsumentinnen und Konsumenten haben eine Verantwortung, was wir nachfragen, welchen Preis wir dafür bereit sind zu zahlen und welches Aussehen wir in Kauf nehmen. Das ist der Bereich, über den wir ganz unmittelbar individuell zu einer umweltfreundlichen Landwirtschaft beitragen können. Letztendlich ist es auch so, dass eine gesteigerte Ökoeffizienz in der Landwirtschaft hin oder her jede Landwirtschaft immer nur so nachhaltig sein kann, wie es der korrespondierende Konsum zulässt. Frau Gerving, Frau Mithyon, wir danken Ihnen ganz herzlich für die Arbeit an der Studie und auch, dass Sie bereit waren, die Ergebnisse der Studie jetzt hier in diesem Format vorzustellen. Ich hoffe, dass das Anklang findet und die Studie gut wahrgenommen wird.